Unsere nächste Kandidatin hat die Jury mit ihrem Song sofort überzeugt. Und was sagen die anderen Kandidaten zu ihr? Ich habe sie als sehr liebe, organisierte Person kennengelernt. Sie steht sich eigentlich mit jedem sofort. Sie hat Humor. Sie steckt voll an mit ihrer positiven Art. Redet über mich? Mich selbst würde ich so beschreiben, dass ich eigentlich immer gut gelaunt bin und dass ich eine ziemliche Perfektionistin bin, eigentlich in allem, was ich mache. Ja, hier traut man sich gar nicht drauf zu treten, das ist so schön weiß alles. Wie heißt denn dein Lied? Wie Sand. Der Sand ist so die Zeit, die es eben darstellt vom Kind zum Erwachsenwerden. Mit jedem Jahr bleibt nichts, wie es war. Es klingt überhaupt nicht wie ein Anfängersong. Ich kann mir das nur so erklären. Der liebe Gott, so war das. Er hat gesagt, Leontina kann's. Ja, verdammt. Und deswegen musst du mit nach Ibiza. Hallo. Hallo. Ich habe alles gegeben und habe versucht, da jetzt alles reinzustecken in diesen Song, was eben ging. Kann ich euch mal drücken noch? Ja. Ich fühle mich gut gerüstet, ich bin bereit. Für mich gehörst du ins Finale. Leontina! Deine Patin Namika! Juhu! Als ich zum ersten Mal Leontinas Song gehört habe, das fand ich unfassbar gut. Sie hat absolut Talent zum Songwriting. Das ist ganz cool mit dem Lebte, dass man dann ja, gut. Namikas musikalischer Stil geht ja schon Richtung Hip-Hop-Rap. Endspurt, los, ich weiß, dass du schaffen kannst. Und das war toll, wäre es viel fetziger. Man hat jetzt viel mehr das Gefühl, man will mittanzen. Cool, voll cool. Ich bin schon sehr, sehr von Leontina überzeugt. Der oder die Beste gewinnt. Aber natürlich will ich, dass meine Leontina gewinnt. Ich freue mich mega, jetzt meinen Song für euch auf der Bühne mit Namika performen zu dürfen. Danke an alle, die mich unterstützt haben und danke an alle, die für mich anrufen. Viel Spaß mit Visan. Jetzt stehen gleich zwei Lieblingsmenschen auf der Bühne. Namika als Patin und unsere Startnummer 2. Visan, komponiert von Leontina. Das ist dein Song! Mit jedem Jahr bleibt
bleibt nichts, wie es war. Die Zeit ist wie Sand, zieh mir aus der Hand. Und wenn du mich fragst, ich komm schon klar. Die Zeit ist wie Sand, zieh mir aus der Hand. Doch ich verliebt. Leontina und Namika! So schön gemacht, Mädels! Kommt hierher! Wow, was ist das denn für eine Fanbase da hinten? Oh Gott! Was war das denn? Captain Jack! So, Leontina, Mensch, dein Song, der handelt ja davon, wie schnell die Zeit so vergeht. Wie schnell ging sie denn jetzt hier auf der Bühne für dich rum? Ja, viel zu schnell. Also ich hätte gern noch weitergemacht. Die hätte ich natürlich noch gerne noch weiter gehört. Aber du weißt ja, du bist nicht die Einzige. Sag mal, und kannst du dich an irgendwelche schönen Momente noch erinnern? Was war denn das Schönste hier in dieser Song-Staffel? Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil einfach alles so mega cool war. Also die Zeit auf Ibiza war unvergesslich einfach. Die Leute kennenzulernen, die hier mitgemacht haben. Meine Patin kennenzulernen war einfach mega toll. Dass ich Namika bekommen habe, ich habe mich so gefreut. Und deswegen, es waren einfach so viele tolle Momente, wirklich. Das stimmt. Bei einigen war ich dabei. Und Namika, du hast ja auch eine super starke Patentochter quasi gekriegt, ne? Die ja schon auch eine Perfektionistin ist, einen ganz hohen Anspruch hat an sich und an das Lied und eine relativ klare Vorstellung. Wie war das für dich, mit ihr zusammenzuarbeiten? Es ist mir total einfach gefallen, weil sie eben eine klare Vorstellung davon hat und ich so etwas viel lieber habe als das Umgekehrte. Von kein Wischiwaschi, sondern lieber klare Ansagen. Sie wusste, was sie wollte und wir haben das genauso umgesetzt und das Beste aus dem Song herausgeholt und ich freue mich sehr, dass er so toll geworden ist. Schön. Wir sagen, super Nummer. Ja, Jury und vor allem Mieze, du hattest damals gesagt, Leontinas Song, das ist so die Kirsche auf der Sahnetorte für dich. Ist das immer noch so? Ich bin nach wie vor, also mein Herz schlägt auf jeden Fall für Leontina und ich finde, ihr habt euch super ergänzt bei eurer Arbeit, das kann man hören. Und worüber ich mich am allermeisten freue, ist, dass mit dem Lied genau das passiert ist, was wichtig ist, du bist nämlich ein ganz fröhlicher Mensch und genau das hast du geschafft, in dieses Lied zu bringen, so ein melancholisches Thema so fröhlich zu behandeln. Also Leontina, ich kann es nur wiederholen, mein Herz schlägt für dich. Und wenn ihr denkt, dass Leontina es verdient hat, Nachwuchskomponistin 2016 zu werden, dann merkt euch für sie die Endziffer 2. Unsere Jury hat ja drei unserer Kandidaten direkt...